Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Wir sind immer noch im Frosttempel, Eistempel, wie auch immer. Frostschlösschen. Aber es scheint, wir haben irgendwas gefunden. Verschwindet von hier! Habt ihr nicht gehört? Nee, wir bleiben. Es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört. Ich bin doch nicht den ganzen Weg hierher gekommen, nur um... Ein Frostmutant. Und gegen einen Frostmutant hilft für gewöhnlich Eis. Feuer natürlich. The Song of Fired Ice. So. Moni, du darfst jetzt erstmal Vesuvius Feuerflamme auf mich casten. Ist der immun gegen Feuer? Nee, oder? Der ist wahrscheinlich nur immun. Flammenwand. Flammengas. Mal gucken, was Flammengas macht. Aber in der Zwischenzeit casten wir mal Feuerhagel. Glutgranaten. Irgendwas sagt mir, dass ich jetzt mal vielleicht ganz, ganz dringend Phil heilen sollte. Nein, kein Eisling! Kein Eisling! Eisling heilen! Eisling heilen den garantiert. Wenn das ein Frostmutant ist, heilen ihn Eisklingen garantiert. Nee, doch nicht. Ist nicht sehr effektiv, aber wir haben ja nichts Besseres. Wäre vielleicht nochmal ratsam, wenn wir vielleicht auch genau wüssten, gegen was der schwach ist eigentlich. Deshalb wäre es jetzt mal Zeit, Elektra zu rufen und einmal Analyse. Haben wir ihn besiegt? Nee. Aber Vesuvio erreicht Level 1, na toll.
Haben wir noch eine Walnuss? Nein, natürlich nicht. Wir haben gar nichts mehr. Nur noch Frostklingen. Kann ich mal Moni nachher noch hochhalten? Oh Gott. Das wird nicht gut gehen. Naja, wenn ich es getroffen. Komm, jetzt explodier endlich. Ach nee. Das überleben wir nicht. Das war's gleich. Oder haben wir noch einen? Okay, wir können wenigstens einen nochmal zurückholen. Null Schaden, na toll. Komm, jetzt explodier. Ach nee. Das war's, oder? Nee. Ja, ich habe besiegt. Oh, oh, oh. Oh. Aber das hätte ich auch nicht viel länger gemacht. Gott. Ich dachte jetzt, der kriegt mich. Aber das ist halt echt eine üble Stelle, wenn man keinerlei Gasthof hat, um ja sich hochzuleveln oder so. Puh, und weiter geht's. Boomerang-Orb erhalten. Ja, wenigstens freut sich Harder. Das ist der Weihnachtsmann, alter Geselle. Wie geht's dir? Gut? Ja, danke. Ich bin so dumm gewesen, Rudolf. Ich war so traurig, dass die Kinder dieser Welt nicht mehr an mich glauben. Also dachte ich mir, Weihnachtsmann, du musst etwas dagegen tun. Irgendjemand hat mir einmal erzählt, dass Mana-Bäume besonders groß werden. Also bin ich losgezogen, um mir einen Mana-Samen zu besorgen. Ich wollte den größten Weihnachtsbaum aller Zeiten züchten. Kaum hatte ich den Samen berührt, wurde ich aber schon in einen Eismutanten verwandelt. Es ist sehr gefährlich, wenn man versucht, Mana zu kontrollieren. Hier habt ihr den Mana-Samen. Ihr braucht ihn. Mana-Samen erhalten. Yep. Und jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Wer spiele ich eigentlich? Ach, ich spiele. So, jetzt. Ich habe ja Moni gespielt. Das ist ja. Und frag mich, warum Phil da irgendwie so komisch in der Gegend rumhaut. Thank you.
Oh Gott, jetzt nimmt der Cooper mich jetzt hier, nachdem ich den Boss besiegt habe, noch komplett auseinander, oder wie? Ja, anscheinend. Mädels! Mädels! So, hier irgendwo war doch ein Reisebüro von den Brüdern. Oh, nee, wir machen jetzt erstmal eins. Wir gehen jetzt erstmal da hoch zum Wucherkater. Ich sagte, wir gehen da hoch zum Wucherkater. So. Wucherkater hier. Und speichern erstmal ab. Was wollt ihr? Was wohl? Speichern. Ja. Und ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch und macht's gut, bis zum nächsten Mal.